Besonders gierig werden Menschen bei einem vielversprechenden Immobiliendeal. Was würde sie denn reizen? Ein prestigeträchtiges Objekt mit 24 Stunden Concierge und Aufzug? Der Eiffelturm zum Beispiel? Da könnte Count Victor Lustig weiterhelfen. Der hat den Tour Eiffel nämlich gleich zweimal verkauft. 1925 kam Lustig in Paris das Gerücht zu Ohren, der Eiffelturm solle abgerissen und verschrottet werden. Um diese vermeintliche Information spann er dann eine ganze Geschichte. Er weckte das Interesse mehrerer Geschäftsleute, indem er vorgab: Ich weiß aus sicherer Quelle, dass der Eiffelturm abgerissen werden soll. Sie können sich um den Abriss bewerben. Und natürlich fand er jemanden, der bereit war, ihm viel Geld dafür zu zahlen. Dem ersten Opfer war die ganze Sache so peinlich, dass es darüber schwieg, weshalb Lustig den Deal ein zweites Mal durchziehen konnte. Mit 47 Identitäten und Dutzenden falscher Pässe spann der Count ein so dichtes Lügengeflecht, dass seine wahre Identität bis heute rätselhaft bleibt. Nachdem er bereits aus einem angeblich sicheren Gefängnis in Manhattan ausgebrochen war, landete er schließlich in Alcatraz, wo man ihn nackt in seine Zelle schickte, damit er keine Ausbruchswerkzeuge verstecken konnte. Und falls Ihnen der Eiffelturm zu naheliegend ist, wie wäre es mit einem exotischen fernöstlichen Prachtbau? Können wir Sie fürs Taj Mahal begeistern? Das perfekte Sommerdomizil. Tolle Lage, großzügige Marmorzimmer und dazu ein Wasserspiel. Mithilesh Kumar Srivastava, bekannt als Natwarlal, war ein indischer Anwalt, der zur Gegenseite überlief. In den 1980er Jahren gab er sich als Regierungsbeamter aus und verkaufte jahrzehntelang indische Wahrzeichen an wohlhabende Ausländer. Darunter das Taj Mahal, das Rote Fort und angeblich sogar das indische Parlamentsgebäude, einschließlich der 545 Abgeordneten. In seiner Heimat galt er als eine Art Robin Hood. Die Behörden sahen das anders und nahmen ihn immer wieder fest. Doch ebenso oft büchste er wieder aus. Beim letzten Ausbruch war er 84 und entkam in einem Rollstuhl.